damit leben können. Und das ist mein Ansporn, oder das ist, wäre mein Gedanke zu sagen, wir müssen wieder eine Situation herstellen, wo wir mit einer Stimme sprechen als Bevölkerung, um unsere Interessen zu benennen, zu sagen, Freunde, ihr dürft ja weiter hier das große Spiel machen, aber bitte nehmt Rücksicht auf unsere Interessen und lasst uns hier nicht vollkommen im Regen stehen und macht das immer egoistischer. Und dazu ist eines wichtig, und das kann jeder ab dem Moment, wo er hier zur Tür rausgeht, machen. Hört auf, euch gegenseitig in die Eier zu treten. Ganz brutal ausgedrückt. Wir sind momentan in einer Situation, in der wir uns gegenseitig den Schädel einschlagen. Ob das jetzt rechts gegen links ist, halb rechts gegen halb links, auf Facebook jeder gegen jeden, im Straßenverkehr, es ist so eine Respektlosigkeit in die Gesellschaft gekommen, so ein Hass in die Gesellschaft gekommen, niemand redet mehr mit dem anderen, politisch Andersdenkende werden niedergeschrien, niedergepfiffen, es wird nicht mehr argumentiert und darüber freut sich nur eine Gruppierung, nämlich die da oben, weil das ist das uralte Prinzip, das teile sie und beherrsche sie. Und solange es ihnen gelingt, oder es muss ihnen gar nicht gelingen, das machen wir schon alleine, solange wir uns gegenseitig teilen und gegenseitig nicht miteinander reden, weil, oh, das ist ein Rechter, oh, das ist ein Linker, oh, der hat aber und der aber nicht, solange werden wir niemals zu irgendeinem Thema mit einer Meinung sprechen und diese Meinung nach oben vertreten, zu sagen, Freunde, wir haben hier unterschiedliche Dinge, wo wir uns unterscheiden, wo wir völlig anderer Meinung sind, aber da gibt es ein Thema, da sind wir uns einig und da hätten wir gerne mal, dass ihr da oben ein bisschen zuhört und dass ihr das umsetzt. Und wenn es dann heißt, ja, was soll ein Rechter mit einem Linken gemeinsam haben? Dann frage ich doch mal nach der Frage vorhin, Panzerlieferung nach Saudi-Arabien. Da kannst du von links außen nach rechts außen die Frage machen. Ich glaube, da hast du 90% die gleiche Antwort. Wenn ich die Frage stellen würde, mehr Finanzierung in die Pflege, ich glaube, da wäre über sämtliche Parteigrenzen die Aussage die gleiche. So. Und bei solchen Themen, da kann man doch durchaus auch über alle Parteigrenzen, alle ideologischen Grenzen hinweg diskutieren. Ich möchte das Beispiel mitgeben. Ich versuche das überall zu tun. Ich versuche überall erstmal den Hass aus der Gesellschaft zu nehmen. Wenn mir auf der Autobahn einer vorne reinschneidet, erstmal zu denken, hey, vielleicht hat er gerade einen Anruf bekommen, seine Frau ins Krankenhaus gekommen ist, weiß ich's. Vielleicht hat er einfach nur gepennt, ist mir auch schon passiert. Muss ich da gleich hupen, Lichthupe und Faust zeigen? Oder kann ich ihm sagen, hey, gut, dass nichts passiert ist? Oder so weiter. Solche Kleinigkeiten. Einfach oder mal ein Vorlassen auf ihn, der einfädeln ist. Nicht mit dem Auto, auch zu Fuß. Einfach mal ein bisschen freundlich, ein bisschen achtsam miteinander umgehen. Und die anderen gehen Sie davon aus, dass 90% der Menschen, die Ihnen begegnen, keine Vollpfosten sind, die Sie ausrauben wollen, sondern das sind Leute, die mit Ihnen vernünftig leben wollen. Die wenigen Idioten, wegen denen müssen wir uns nicht gegenseitig unsere Gesellschaft kaputt machen lassen. Und reden Sie mit allen. Ich nehme mir diese Freiheit. Das wird mir manchmal vorgehalten. Ha, der Müller ist ein Rechter, der hat mit dem AfD-Mann gesprochen. Oh, der Müller ist ein Linker, der hat mit der Wagenknecht gesprochen. Ich sage, Leute, was bin ich denn jetzt nur eigentlich? Ich habe für Attac, die gelten ja nicht so also wahnsinnig rechts, ne? Ich habe für Attac die 10-Jahres-Festrede gehalten in Frankfurt. Ich habe für die Grünen im Bundestag gesprochen, als es um die Spekulation mit Lebensmitteln geht. Ich habe mit und für die SPD im Bundestag gesprochen, als es um den Hochfrequenzhandel ging. Ich bin Mitglied im Wirtschaftsrat der CDU, ohne CDU-Mitglied zu sein, habe im Landesfachkommission öffentliche Finanzen mitgearbeitet. Ich spreche mit allen. Aber ich spreche für niemanden, sondern nur für mich. Ich mache meinen eigenen Gedanken. Aber das bedingt, dass ich mit allen Menschen, die bereit sind zuzuhören, mit denen man diskutieren kann, auf Augenhöhe spreche, mit Respekt spreche. Ich würde auch mit einem linken Hausbesetzer sprechen. Ich würde auch mit einer rechten Glatze sprechen, wenn es möglich ist, mit ihm auf Augenhöhe Argumente auszutauschen und zuzuhören. Der liebe Herrgott hat uns einen Mund und zwei Ohren gegeben. Wir sollen zweimal mehr zuhören, als wir sprechen. Heute sprechen ganz viele, aber es hört kaum noch einer zu. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie mit einem linken Hausbesetzer sprechen und mit dem mal sich austauschen, werden Sie nicht morgen anfangen, ein Haus zu besetzen. Aber Sie bekommen vielleicht Einblicke, Sichtweisen, die Ihnen bisher verschlossen waren. Davon wird wahrscheinlich 90% Dinge sein, wo Sie sagen, boah, Alter, wie schräg kann es denn werden? Aber vielleicht 10% sind dabei, weil, Mensch, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Und das hat sich gelohnt. Ich bin noch in den 30 Jahren, wo ich das mache, ich bin bis heute, ich weiß nicht, wie es gekommen ist, aus keinem Gespräch blöder rausgekommen, als ich reingegangen bin. Also warum sollte ich mich in einem Gespräch verschließen, wenn es möglich ist? Das ist völlig schizophren. Das bringt dem nichts, bringt mir nichts, im Gegenteil, es bringt nur Schaden und hilft denen, mit denen ich eigentlich ein Thema hätte. Wir hatten es beispielsweise deshalb die Anekdote möchte ich gerne gegen Ende noch bringen, einfach weil es so ein extremes Beispiel ist und zeigt, wie es gehen kann. Ich mache ab und zu so eine Aktion, ich nenne das Müllers Stammtisch.
hat das in Mannheim gemacht. Bin nachmittags, hatte ich ein bisschen Luft, habe mich über Facebook gemeldet und erreicht ein paar Leute und habe da gesagt, fast, ich bin in Mannheim, habe Nachmittag ein bisschen Luft. Ich bin ab 15 Uhr bin ich in einem Lokal in Mannheim, weiß noch nicht welches, suche mir eins raus, gehe auf Sendung auf Facebook und ihr könnt euch live aufschalten und wir können diskutieren, ihr stellt mir Fragen, wir diskutieren miteinander und wenn ihr seht, wo ich bin und ihr seid zufällig in der Nähe, kommt vorbei, setzt euch dazu, die Getränke gehen auf mich und dann diskutieren wir live und übertragen weiter und gucken mal, was passiert. Das ist immer total spannend. Also kommen die spannendsten Menschen zusammen und die schönsten Diskussionen zustande. War auch nie was Blödes passiert, ganz im Gegenteil. Und da in Mannheim passierte was Tolles. Da kam einer dazu, wir waren dann so 6, 7, 8 Leute, die innerhalb von 20 Minuten da waren und haben diskutiert. Und einer von denen hat von sich selbst erklärt, dass er dem linken Spektrum zugehört. Sah man ihm auch an. So, Mit allem Respekt. Ich bin ein bisschen flapsig immer, ich meine es aber sehr, sehr respektvoll. Und gegen Ende der Veranstaltung, die Kamera war gerade aus, kam noch einer dazu. Dann war es genau Gegenteil. Eine Plauze. Schwere Lederjacke, kahl rasierter Schädel, toten Kopf drauf tätowiert, sah verboten aus. Stellte sich vor als Kreisvorsitzender der NPD und Mitglied der Mannheimer Hooligan-Szene. So, okay. Herzlich willkommen, setzt sich dazu. Der setzte sich neben mich, dem Linken gegenüber. Erstmal Spannung am Tisch, was geht denn jetzt ab? Ne? Dann habe ich ihn gefragt, sag mal, Hooligan-Szene, das erschließt sich mir nicht. Jetzt aber hier auch nicht blöd machen, nicht, ey, was bist du für ein Arsch oder sonst irgendwas, sondern auf Augenhöhe mit Respekt jedem Menschen zu begegnen, auch wenn man noch so nichts damit anfangen kann, Respekt erstmal dem entgegenzubringen als Mensch. Und ihn ernst zu nehmen und zu sagen, erklär mir das mal, was macht ihr da eigentlich? Sag ich, Hooligan-Szene, sag mal, den Sinn verstehe ich nicht, wieso schlägt man sich vorm Stadion den Schädel ein? Erklär mir, was macht ihr, wieso macht ihr das? Erklär mir das mal, was steckt dahinter? Und der sagt, naja, wir wollen das ja so. Also wir aus Mannheim und die kommen aus Lautern beispielsweise, unsere Erzfeinde, die ja auch, wir verabreden uns ja extra dafür. Wir haben aber auch kein Problem miteinander, wir kennen uns gut, wir sind auch befreundet. Ich habe zum Beispiel, letzte Woche bin ich umgezogen, da habe ich von dem Kaiserslauterner Chef den VW-Bus gebraucht, habe ich ihn angerufen, das war gar kein Thema. Da habe ich gesagt, ja, was macht ihr denn? Sagt er, das ist für uns wie ein Sport. Wir treffen uns und das ist wie, wenn da zwei Boxer in den Ring steigen und sich auf die Fresse hauen, das machen wir halt Freiluft und als Gruppe. Da sage ich, okay, eigentlich habe ich beim Boxen auch immer gedacht, was soll der Scheiß? Obwohl ich gern mal beim Boxen war, aber so nach ein paar Boxkämpfen habe ich gesagt, sag mal, das ist doch nicht mehr zeitgemäß, dass man sich so auf die Fresse schlägt, bis einer um mich umfällt. Das ist doch nicht mehr, in Zeiten von Genderwahn und so, passt so irgendwie nicht rein. Also, so hatte ich es noch nicht gesehen. Ich bin jetzt immer noch kein Freund von Hooligan-Kämpfen vom Stadion, sind wir uns da einig, ja? Aber ich habe eine völlig andere Sicht auf die Situation gehabt. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, ja gut, aber wenn der Unbeteiligte dazwischen kommt, sagt er, nee. Da achten wir arg drauf, dass da kein Unbeteiligter zwischenkommt. Klar, da sind immer irgendwelche Irren, irgendwelche Spinner, die dann mitmischen wollen. Das kannst du nicht verhindern, dann sind die halt dazwischen. Ja? Aber eigentlich ist das was zwischen uns. Und Unbeteiligte sehen wir zu, dass wir die raushalten. Stell dir mal vor, weil das kann ja nicht sein, die wollen ja nur Fußball gucken. Da, letzte Woche im Stadion war ich dort, da war ein Vater mit seinem Sohn und da kommt so ein Idiot und spuckt den Vater an. Ach, dem habe ich auf die Backe gegeben, weil es kann doch nicht sein, der Vater will doch nur in Ruhe Fußball gucken mit seinem Sohn, dass der dann in Ruhe hingehen kann. Okay, so habe ich es auch nicht. Ja? Dann ging es ums Thema Zuwanderung und Ausländer. Sagte, ich weiß gar nicht, was ihr von mir wollt. Sagte, ich komme aus einem der größten Problemviertel in Mannheim. Wir haben 75% Ausländeranteil. Ich habe mit den meisten von denen kein Problem. Ich habe viele Freunde unter denen, weil die wissen, dass ich ein klarer Kerl bin, dass sie sich auf mich verlassen können. Aber wenn da einer kriminell über die Stränge schlägt und meine Frau anmacht, dann kriegt er aufs Maul. Und das sagt der Linke, das sehe ich auch so. Ja? Und auf jeden Fall, die beiden kamen plötzlich ins Gespräch miteinander. Die haben angefangen, sich zuzuhören, sich auszutauschen, sich ausreden zu lassen, das Argument des anderen aufzunehmen. Und am Ende kamen sie zu dem Punkt, dass es so mit 50-60%, ich nenne mal so eine Hausnummer, eigentlich die gleichen Werte haben, die gleiche Vorstellung haben. Und die anderen 40-50% komplett konträr sind. Haben das aber respektiert, dass der andere da einfach anders tickt, eine andere Meinung hat. Und das gehe ich überhaupt nicht mit und das geht gar nicht, aber okay. Aber man hatte auch eine Basis, wo man gesagt hat, Mensch, auf ganz, ganz vielen Themen, Mensch, ich sehe mir genauso. Und wenn es zwischen diesen beiden extremen Polen möglich ist, ja verdammt, dann muss es doch zwischen allem dazwischen erst recht möglich sein. Dann muss doch einer, der SPD-Sympathisant ist, auch mit einem CDU-Mann diskutieren können oder mit einem CSU-Mann oder auch mit einem AfD-Mann, das ist doch keine verbotene Partei, auch nochmal, das auch mal zu denken, in welchen engen Politspektren wir inzwischen denken.
Denkt mal, was bei uns heute im politischen, extremen und rechten und linken Rand passiert. Das, was wir heute als linken politischen Rand sehen, von ein paar Einzelspielern abgesehen, der linke politische Rand, sind die Linken. Das war früher SPD-Linie, was die vertreten. Am rechten Rand, das, was die AfD heute postuliert, das war früher CDU-konservativ. Ich habe hier im Buch, ich hab Zitate von Merkel drin aus den letzten 10 Jahren. Originalzitat Merkel. Multikulti ist endgültig gescheitert, das müssen wir akzeptieren. Wenn das heute ein AfD-Abgeordneter sagt, um Gottes Willen, sofort ausladen. Was ich damit meine ist, das, was wir mal früher als extrem rechte Parteien hatten, nämlich NPD und Co., DVU und was es alles gab, die gibt es ja gar nicht mehr, also faktisch nicht mehr. Die haben früher mal eine Rolle gespielt in den letzten Jahrzehnten. Die sind heute überhaupt keine Diskussion. Da gab es NPD-Parteiverbotsdiskussionen, erinnert euch noch dran. Die Frage stellt sich gar nicht mehr, weil die so überhaupt keine Rolle mehr spielen. Die sind aus dem politischen Spektrum verschwunden, bis auf ein paar einzelne Figuren noch, die saßen immer. Am linken Rand, diese KPD, die kommunistischen Parteien, die es ja mal gab, die sind aus dem Spektrum komplett verschwunden. Das heißt, die äußeren Ränder haben sich längst zusammengeschoben auf Positionen, die früher mal eher Mitte war, also äußere Mitte waren, und die heute als gefährlichste äußere Ränder angesehen werden, mit denen man nicht reden darf. Wenn diese Tendenz anhält, werden wir irgendwann eine einheitliche Meinung haben, die als einzig gültige funktioniert. Und alles andere ist böse außen. Ich habe neulich von einem Professor einen Vortrag gehört, der hat dies auch beschrieben und sagte, dass die Werte der Aufklärung, der Französischen Revolution, so weit links unseres heutigen erlaubten und gedachten Politikspektrums sind, dass heute gar keiner mehr auf diese Ideen kommen würde. Die sind nicht mehr im erlaubten Spektrum. Und deshalb meine ich, wenn wir schon so ein eingeengtes Spektrum haben, dann sollten wir uns auch echt die Freiheit nehmen, miteinander auch in Kontakt zu bleiben, miteinander zu reden, uns zuzuhören, uns nicht niederzubrüllen und uns kaputt zu machen und gegenseitig aufzufressen, sondern wo immer möglich den Konsens herzustellen, den Dialog offen zu halten und zu sehen, Mensch, Freunde, bei allem Unterschiedlichen, wo haben wir das gleiche Thema und da adressieren wir es nach oben. Wenn das gelingt, dann haben die da oben Probleme. Das ist das Einzige, was wir aus meiner Sicht tun können. Also zuhören, Achtsamkeit, Respekt und nicht ausgrenzen, egal wie abstrus eine Meinung ist. Zuhören, Respekt dem Menschen gegenüber zeigen. Scholler Thur hat das auch schon gemacht und ich habe Scholler Thur noch persönlich kennengelernt und habe mit ihm diskutiert. Das ist für mich einer der prägendsten und beeindruckendsten Personen, die mich motiviert oder inspiriert haben. Und ich bin weit davon entfernt, mich mit dem zu vergleichen. Aber ich habe von ihm viel gelernt. Und wenn ich gesehen habe, wie er mit Despoten der Welt gesprochen hat, mit den schlimmsten Diktatoren gesprochen hat, im Islam, im islamischen Raum, mit dem Ayatollah und anderen, und mit denen auf Augenhöhe, da kannst du nicht hingehen, den beschimpfen, sondern denen mit Respekt auf Augenhöhe begegnet ist, mit ihnen gesprochen hat, ihnen zugehört hat, zu verstehen, wie die ticken, was sie für Beweggründe haben, warum die das tun. Wenn heute das Wort Putin-Versteher ein Schimpfwort ist, dann muss ich doch fragen, geht's noch? Man muss doch versuchen zu verstehen, wie der tickt, warum der so denkt. Das ist doch das Mindeste, dass man versucht zu verstehen, wie die andere Seite tickt, was der für Beweggründe hat, weil nur dann kann man ja das Problem lösen. Und auch da nochmal zu dem Rechts-Links-Thema. Wir haben immer mehr Leute am rechten und linken Rand. Da sind wir uns einig und es wird mehr. Und die Frage muss ich doch stellen, warum? Keiner kommt als Glatze oder als linke Hausbesetzer auf die Welt. Alle kommen als nackige Babys auf die Welt, die einfach nur ein verdammtes glückliches Leben führen wollen. Und irgendwas in unserer Gesellschaft läuft immer schiefer, dass immer mehr Menschen sich hier nicht mehr wiederfinden, sondern sich an den rechten oder linken Rand geschoben fühlen oder meinen, da ihr Heil zu finden, weil sie es in der Mitte nicht mehr finden. Jetzt machen wir es uns einfach, auf diese Ränder drauf zu prügeln und zu sagen, ihr Schweine, wieso gibt's euch, wieso denkt ihr Idioten so? Anstatt zu überlegen, was hat denn dazu geführt, dass die da hingerutscht sind? Was läuft denn hier mittendrin falsch? Was müssen wir denn verändern, damit die nachkommen, nicht darüber rutschen, sondern sich hier wohlfühlen und vielleicht sogar die wieder sagen, Mensch, das geht eigentlich, die wieder reinzuholen. Das ist die Chance. Niederknüppeln wird nicht funktionieren. Wenn ich da eine Gruppe Rechter habe und ich prügel die nieder oder schreie die nieder und pfeife die nieder, glaubt ihr, einer von denen verändert deshalb seine Sicht auf die Welt? Never ever. Wir müssen versuchen zu reden, zu integrieren, mitzuführen, Probleme zu lösen. Da müssen wir rangehen. Und das geht nur, indem wir reden. Aber da haben natürlich viele kein Interesse daran. Und da muss man sich dann fragen, warum wird denn aufgepeitscht? Und wenn ich dann sehe, dass ein
Jakob Augstein, einer der einflussreichsten Journalisten dieses Landes, der sehr genau weiß, was er tut, in einer der meistgelesensten Kolumnen des Landes, in einer aufgeheizten Situation wie in Chemnitz, nichts Besseres zu tun hat, als diese aufgeheizte Masse als Pimmel mit Ohren zu bezeichnen. Das ist Brandstiftung. Da gieß einer massiv Öl ins Feuer. Und das ist niemand, der etwas aus Versehen tut. Das ist jemand, der hochintelligent ist, der genau weiß, was er tut. Und da muss die Frage berechtigt sein, was soll das? Warum? Diese Aufhetzung gegeneinander nimmt solche Formen an. Das spitzt sich innerhalb von Monaten dermaßen zu, dass wir nicht wissen, wie das die nächsten 2 Jahre weitergeht. Und stellt euch noch eine Situation vor. Bei aller Diskussion, die wir über die Flüchtlinge haben. Wir haben die Situation nun mal. Wir haben jetzt schon extreme Spannung in der Gesellschaft. Wir haben Vollbeschäftigung. Wir haben eine boomende Wirtschaftssituation. Das ist nicht die Frage, ob, sondern es ist die Frage, wann es wieder zu einer Rezession kommt. Das ist normal, das gehört zu unserem System dazu. Das muss gar keine Katastrophe sein, es reicht schon eine normale Rezession. Aber es kann auch durchaus wieder mal eine Crash-Situation wie 2008 kommen. Und du hast hier wieder Massenentlassungen, du hast Kurzarbeit und du hast eine Mittelschicht, die plötzlich um ihre Arbeitsplätze fürchtet. Können wir uns ungefähr vorstellen, was dann in den östlichen Bundesländern los ist und nicht nur da. Und hast dann hier junge Muslime, die verständlicherweise jetzt ihren Anteil an der Gesellschaft fordern und nicht irgendwann in 2 Generationen. Und das kommt aufeinander, was wir dann für eine Stimmung hier in Deutschland haben. Und die hier sind, natürlich müssen wir sie integrieren. Natürlich nutzt das nichts, sie auszugrenzen. Aber wir müssen reden, wir müssen miteinander in Kontakt bleiben, auf allen Ebenen, wir müssen zusammenführen und alles unterlassen, was Spannungen bringt, was trennt. Wenn wir das nicht tun, kriegen wir eine ganz gefährliche Situation. Da reden wir jetzt noch nicht mal über Demokratie, sondern wirklich über die Sicherheitslage in Deutschland. Das heißt, reden, 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 integrieren, Hass rausnehmen, und das kann ich euch mitgeben und das könnt ihr morgen machen. Geht's da raus nachher und versucht überall Spannung rauszunehmen. Versucht zu reden, versucht zuzuhören und zu respektieren. Und wenn wir damit durch sind, dann reden wir darüber, wie wir das auch noch nach oben vermitteln. Herzlichen Dank für den Moment.